Jetzt funktioniert auch das Mikro, jetzt funktioniert alles. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, weil die ganzen bunten Bälle, die ihr da habt, mit denen wollte ich ein Experiment machen. Wenn ich noch nicht mal meinen Computer anschließen kann, weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. Na gut, wir probieren das gleich mal. Aber erstmal zum Thema. Ich werde über zwei Dinge erzählen, die die Menschheit interessiert: Geld und Gesundheit. Deshalb feel sick, follow the money. Aber genau genommen rede ich über Pandemien. Ja, vielleicht hat der eine oder andere schon mal einen dieser Hollywood hervorragenden Filme gesehen. Ja, in all diesen Filmen geht es um Folgendes: Da ist ein neuer Virus, der breitet sich aus und tötet fast oder in manchen Fällen auch ganz die Menschheit. Gut, darum geht es nun. Und wie funktioniert das? Ich bin Physiker und ich versuche mit theoretischen Methoden sowas zu verstehen. Und jetzt will ich etwas machen, was ich sonst nie mache. Ich möchte ein Experiment durchführen. Dafür gibt es diese ganzen Bälle. Jetzt möchte ich erstmal alle bitten, diese Bälle in die Hand zu nehmen und hochzuheben. Super, jetzt könnt ihr sie wieder runternehmen. Also in Wirklichkeit mache ich zwei Experimente. Jetzt fangen wir mal da links an, ganz links, ja, Licht, Dankeschön. Das war der Techniker, der hat das Licht angemacht, jetzt können wir uns alle schön sehen. Alle, die ganz links sitzen, möchte ich mal bitten, aufzustehen. Ein bisschen flotter vielleicht, damit wir hier Bewegung reinkriegen. Nee, ganz links nur, ganz links in der linken Reihe. Wunderbar. So, jetzt könnt ihr euch auch wieder hinsetzen. Ja? Jetzt machen wir das Experiment, aber noch nicht mit den Bällen. Alle halten bitte die Bälle erstmal fest. Jetzt machen wir das erste Spiel, das erste Experiment. Wenn ich los sage, stehen alle in der linken, von euch aus gesehen, rechten Stuhlreihe auf. Dann zählt ihr bis drei und setzt euch wieder hin. Und für alle anderen gilt, wenn jemand rechts von euch aufsteht, dann stellt ihr euch auch hin, setzt euch wieder nach 3 Sekunden hin. Wollen wir das mal probieren? Mal sehen, was passiert. Ihr habt schon eine Ahnung. Genau, die Tische alle hoch. Das war auch ein tolles Experiment mit den Tischen. So, wenn ich jetzt los sage, dann steht ihr bitte da links alle ganz schnell auf. Ja, nicht so langsam, also die, die es nicht schneller können, können das ruhig machen. Ja, also, los. Und wie war die Regel für die anderen, ne? Wenn jemand aufsteht? Jawohl, genau so habe ich mir das vorgestellt. Was passiert hier? Ah, sehr schön. Und da in der Mitte auch bitte. Ja, und wieder hinsetzen, ganz toll. Wunderbar, ganz toll, jetzt sind wir fast durch. Ja, das war sowas Ähnliches wie eine Seuchenausbreitung. Und zwar, wie Seuchen sich zum Beispiel im Mittelalter ausgebreitet haben. Da ist jemand infiziert worden, von der Pest zum Beispiel, ist ins nächste Nachbardorf gegangen, hat jemand angesteckt, ist dann gestorben. Und so ging das weiter und so hat sich zum Beispiel die Pest wie eine Welle über den Kontinent ausgebreitet. Im 14. Jahrhundert. Aber heute ist das anders. Und wie das heute ist, wollen wir mit den Bällen verstehen. Jetzt kommt das zweite Spiel. Regeln komplizierter. Jetzt möchte ich, dass alle erstmal aufstehen mit den Bällen in der Hand. Jetzt haltet ihr mal die Bälle hoch. Und ich erkläre euch jetzt, wie die Regeln gehen. Ganz einfach für die meisten von euch. Wenn ihr von einem Ball getroffen werdet, dann denkt ihr nicht lange nach und wundert euch, sondern ihr werft sofort eure 3 Bälle irgendwo ins Publikum. Nicht zu mir, irgendwo ins Publikum. Okay? Noch nicht, es geht noch nicht los. Es gibt ein paar Leute im Publikum. Ich sehe da hinten Finn. Hallo Finn. Christine, bei euch fängt das an. Wenn ihr ein Signal bekommt, dann werft ihr eure Bälle irgendwo hin. Für alle anderen gilt, wenn ihr getroffen werdet, werft ihr schnell eure Bälle irgendwo hin, nicht nur nach unten, auch nach oben vielleicht, auch weit, nicht nur dem Nachbarn ins Gesicht. Ja? Und dann setzt ihr euch schnell hin, nach dem Werfen. Okay, hat das jetzt jeder begriffen? Ihr seid alle fertig mit euren Bällen? Es geht noch nicht, nur eine Person fängt an, da oben, wenn ich los sage, okay? Und los. Ja. Experimente, eigentlich nicht so mein Metier. Es geht ein bisschen, oh, jetzt, aha, jetzt, auch nach oben werfen. Werft mal schön nach oben auch.
Ja, und danach hinsetzen. So habe ich mir das vorgestellt. Jawohl. Jetzt ist die Epidemie fast vorbei. Lass uns mal Frau Wanke anrufen. Und wir haben schon was gelernt. Okay, jetzt können wir mal aufhören, weil sonst sind meine 10 Minuten auch gleich um. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber was haben wir denn gesehen? Ja, das war ganz anders als die Laola-Welle. Ne? Im Prinzip sieht man den Unterschied hier auch in dem Video. Wir können das Licht wieder so ein bisschen dimmen. Fast jeder wurde infiziert von dem Ball und alle haben sich hinsetzen müssen. Ein paar da oben in der Ecke, das ist sozusagen, wenn man in Island wohnt, da wurde niemand erwischt. Hier sieht man diese beiden unterschiedlichen Ausbreitungsphänomene. Das eine ist so eine Laola-Welle, so hat sich das früher ausgebreitet und mit den Bällen, das sollte symbolisieren, wie das heutzutage funktioniert. Und warum ist das heutzutage so? Weil die Leute halt anders reisen. Ne? Das ist hier so ein Ausschnitt des Flugnetzes. Heutzutage können wir lange Distanzen reisen und irgendwen anstecken, der ganz weit weg wohnt. Wenn man das also beschreiben möchte, muss man erstmal rauskriegen, wie Leute reisen. Und da spielt eine Person eine Rolle, ein alter Freund von mir, Dennis Derryberry heißt der, der ist Tischler und Musiker, wie man hier schön erkennen kann, da mit der Gitarre, und der wohnt in Vermont. Und mit dem habe ich früher zusammen studiert in Amerika und wir waren sehr fleißige Physikstudenten, wie man in dem nächsten Bild erkennen kann. Das bin ich, da hatte ich noch so eine Art Dagobert Duck Frisur, das ist jetzt alles weg. Hier ist Dennis, das war nach einer sehr intensiven Diskussion über physikalische Zusammenhänge, mussten wir uns dann ausruhen. Jedenfalls habe ich ihn vor einigen Jahren, das ist jetzt schon ein bisschen her, besucht in Vermont und er hat mich gefragt, Dirk, was machst du denn da so forschungstechnisch? Und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne modellieren, wie sich Seuchen ausbreiten, sehr erhellendes Thema, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Jedenfalls wollte ich das und wollte messen, wie Menschen sich bewegen. Und das war vor der Zeit, wo jeder so ein Smartphone hatte. Und dann hat er mir gesagt, kennst du die Website wheresgeorge.com? Und hier kommt dieser Geldschein ins Spiel. Das ist so ein Geldschein, der hat einen Stempel. Track me at www.wheresgeorge.com. Ja, wenn man in den USA ist und Glück hat, dann kann man einen von diesen Geldscheinen finden. Es sind ungefähr 100 Millionen von diesen Geldscheinen im Umlauf. Ganze Menge. Wenn man also Glück hat und immer noch heutzutage machen das ja wenige mit Cash bezahlt, hat man Glück, findet so einen Geldschein und wenn man dann interessiert ist, geht man auf diese Webseite wheresgeorge.com. Das ist ein sogenanntes Bill-Tracking-System. Man kann die Seriennummer eingeben, dann sieht man, wo dieser Geldschein gewesen ist. Toll. Fragt man sich natürlich, wer macht sowas? Naja. Aber es gibt Leute, die das machen, eine ganze Menge sogar. Erfunden hat das dieser hier, auch ein ganz wichtiger Mensch in meiner Forschung, Hank. Der hat nicht nur einen skurrilen Automobilgeschmack, er hat hier so einen DeLorean, der besitzt so einen Wagen und er hat diese 1998 diese Webseite erfunden und viele Millionen Menschen spielen das. Das heißt, die stempeln Geldscheine, bezahlen damit und dann bewegen sich diese Geldscheine hin und her. Und wir haben halt die Idee gehabt, naja, vielleicht können wir die Bewegung dieser Geldscheine analysieren, erstmal sozusagen runtersaugen von dieser Webseite und dann analysieren. Und darüber konnten wir dann was erfahren, wie Menschen sich bewegen, also Verkehrsflüsse. Und dann haben wir das gemacht, was wir immer machen. Wir haben dieses Netzwerk genommen von Bewegungsmustern, von Geldscheinen, haben gesagt, das muss ungefähr so korrelieren damit, wie Menschen sich bewegen. Dann haben wir so Gleichungen hingeschrieben, solche. Da haben wir das dann reingesteckt. Dann haben wir die Gleichung in einen Computer gesteckt, der war groß. Und dann konnten wir damit dann vorhersagen, wie sich zum Beispiel die Schweinegrippe in den USA ausgebreitet hat. Naja, aber USA, das war natürlich ein bisschen USA-zentrisch. Wir wollten es eigentlich für die ganze Welt machen. Und wie macht man das? Man muss rauskriegen, wie sich Menschen global bewegen. Also zum Beispiel über das weltweite Flugverkehrsnetz. Das ist hier gezeigt. Weltweiter Flugverkehr umspannt den Globus. Wir können von A nach B reisen.
Und wenn man das misst oder Daten darüber, eine Sekunde noch. Oh, das, ihr seid ja nett. Ich habe schon Panik gekriegt, dass ich ein paar Folien überspringen muss. Wenn man das weltweite Flugverkehrs dann nimmt, kann man es in Computer stecken und damit auch solchen vorhersagen. Aber das ist alles noch ganz hässlich. Wo ist denn die Laola-Welle? Das ist doch viel schöner, wenn sich so eine Laola-Welle durchs Stadion bewegt. Da kamen wir dann auf die Idee und haben gesagt, vielleicht gucken wir die Welt falsch an. Wenn wir zum Beispiel hier sind in New York, gibt es viel Verkehr nach London und Frankfurt, wenig nach Pittsburgh. Vielleicht muss man die Welt so sehen, dass New York viel näher an Frankfurt und London ist. Das ist intuitiv klar. Dann haben wir uns 2-3 Jahre hingesetzt und haben dann so Formeln aufgeschrieben, die das so ein bisschen machen. Und zack, hatten wir ein Bild, das sieht so aus. Hier ist zum Beispiel John F. Kennedy, London, Los Angeles. Und man sieht, London ist viel näher dran an Los Angeles, wenn man diese effektiven Distanzen betrachtet. Und das ist natürlich eine mathematische Formel dahinter und so weiter. Ist die richtig? Müssen wir überprüfen. Wir haben den besten Test gemacht, den man sich vorstellen kann. Wir haben den neuen Berliner Flughafen eingesetzt. Und alles. Die ganze Welt ist unendlich weit weg von Berlin, von diesem Flughafen jedenfalls. Und ich verstehe immer nicht, warum die PR-Abteilung dieses Flughafens nicht mal das ausnutzt. Ja? Man kann doch sagen, von diesem Flughafen werden nie Seuchen ausgehen. Andersherum kann man sagen, wenn mal irgendetwas ausbricht, was Fieses, einfach auf das Gelände des Flughafens und man ist sicher. So wie die Leute da oben in der Ecke. So, und das kann man dann ausnutzen, das mache ich jetzt mal ganz schnell. Diese neue Sichtweise und was man da sieht, dass in diesen konventionellen Simulationen, die so kompliziert aussehen, plötzlich alles eher wie so eine Laola-Welle aussieht. So, damit bin ich eigentlich fertig. Eine Sache wollte ich noch erzählen und ich frage mal das Publikum, ob sie das hören wollen. Wer kennt Zamonien? Jawohl. Zamonien spielt in dieser Studie auch eine Rolle. Und ich erzähle gerne noch, das dauert noch 10, 20 Sekunden, was Zamonien da für eine Rolle spielt. Soll ich das machen? Gut, Zamonien. Also ich mag diese Romane von Walter Mörs sehr gerne und wie vielleicht einige wissen, ist es so, wenn man so forscht und jahrelang und da, am Ende, was macht man? Man schreibt einen Aufsatz, also so eine Publikation, 6 Seiten. Und manchmal fragt man sich dann als Wissenschaftler, wow, ja, jahrelange Arbeit und am Ende ist dann da irgendwie nur so ein paar Seiten. Ja? Und das hat mich schon immer so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, und dann Humor hilft einem dabei. Und was ich gemacht habe ist, also als das publiziert worden ist, habe ich so einen Tweet bekommen von einem Johann Uganda, der mir gesagt hat, nice work, very impressed by your accuracy in predicting H1N1 outbreaks in Zamonia. Also wie hat sich dabei überrascht gesehen, dass ich das sehr akkurat da vorhersagen konnte. Und wenn man jetzt mal Figur 2D anguckt, komm schon, da. Das ist die Figur nochmal, wenn man genau guckt, da sind so Länder und da steht Zamonia, das ist Zamonien auf den englischen Übersetzungen der Walter Mörs Romane. Ich habe das da einfach mal reingebaut, weil ich sehen wollte, ob die Gutachter, also das ist ganz lustig, aber in der Zeitschrift werde ich wahrscheinlich nie wieder publizieren können. Ich habe das jedenfalls da reingebaut und mein Co-Autor hat es nicht gemerkt, die Gutachter haben es nicht gemerkt, die Editoren haben es nicht gemerkt, nach 3 Runden Gutachten und so weiter und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich das drin. Und dann wurde es so publiziert, 2 Monate später hat es dann die Zeitschrift auch gemerkt, die fanden das nicht so lustig. Ja, aber ich bin eigentlich froh, in der Druckversion ist es tatsächlich drin. Und das hat mich sehr gefreut. So halte ich mich da immer sozusagen auf Trab. Vielen Dank. Das war's.